Herzlich willkommen beim Gemara Backkurs. Mein Name ist Brigitte Weng. Ich möchte Ihnen heute unser neues Kreismodul vorstellen, das im Sonderangebot ist. Und ich hoffe, dass Sie alle gesund und munter sind und dass wir heute miteinander viel Spaß haben. Die Simone Lutz wird mich begleiten. Hallo. Sie ist mein Helfer, ja. Und wir möchten Ihnen etwas Schönes zeigen. Dieses Kreismodul können Sie im pikanten wie im süßen Bereich sehr schön dekorativ backen. Ja? Sie können hier einen wunderbaren Guss machen und zum Garnieren, zum Verzieren sehr schön verwenden. Dieses Kreismodul hat an allen vier Ecken ein Loch und das müssten Sie bitte, wenn Sie einen Guss hinzufügen, einfach zukleben mit einem Pflaster. Ja? Wir haben das Ganze jetzt hier in unsere Schnittchenform 2 eingelegt. Und kochen jetzt einen Guss. Wir machen einen Guss mit Milch und Sahne und Schokolade. Ja? Und der wird jetzt eingegossen und dann geben wir einen zweifarbigen Guss drüber, einen dunklen. Wir haben jetzt Milch, Sahne, Schokolade und Tortenjelly einen Guss gekocht. Ja? Und das Ganze gießen wir jetzt hier ein, unser hochwertiges Silikon-Kreismodul. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das Ganze schnell wie möglich machen, weil das Ganze sehr, sehr schnell anzieht. Wir gießen das Ganze jetzt ein und lassen das so circa eine Minute stehen. Und wir machen das Ganze ja zweifarbig und dann gießen wir einfach einen dunklen Schokoladeguss wieder drüber. Wir haben unseren zweiten Guss gekocht und geben jetzt einfach diesen Schokoladenguss drüber. Bitte achten Sie, wenn Sie das Ganze drüber gießen, dass der weiße Guss etwas angezogen hat, aber nicht zu viel, weil sonst verbindet sich das Ganze nicht mehr miteinander. Wir gießen das Ganze jetzt ein und lassen das Ganze kalt werden. Sie können hier jetzt in unserem Kreismodul wunderbar Mürbeteiggebäck backen. Sie können auch unsere Schäumchenmasse sehr schön einspritzen und Sie können wunderbare, schöne Dekorationen für Ihre Torten hier mit herstellen. Das ist der Tortenretter Halb, das ist unsere Schnittenunterlage und hier unser Schnittchen Nummer 2. Das brauchen wir jetzt für unsere Torte. Wir haben hier ein wunderbares Sonderangebot und zwar ist es unsere Drehplatte. Mit diesen zwei an die Rutschmatten und mit unserem 30er großen Obstkuchenring. Und dazu gibt es spektakulär unsere Rührschüssel. Ein wunderbares Sonderangebot, lassen Sie sich von Ihrer Fachberaterin dazu beraten. Ich habe jetzt hier kuchensauber Tiramisu einfach angerührt mit etwas Kaffee und Amaretto und gebe jetzt hier auf diesen Guss hier ein bisschen von unserer Füllung. Nehmen natürlich unsere Profi-Werkzeuge, unsere Winkelpalette und streichen hier das Ganze einfach auf den Guss drauf. Das brauchen Sie unbedingt, dass Sie eine Haftung zwischen Guss und Boden haben. Das ist sehr, sehr wichtig und das streichen wir jetzt ganz leicht einfach rein. Noch was zum Guss möchte ich Ihnen sagen, bitte immer den Guss auf dem blanken Tisch einfüllen, dazu drunter unsere Backfolie. Weil wenn Sie einen Tortenreiter drunter geben, dann haben Sie das Problem, dass das Ganze innen ausläuft. Wir legen jetzt unseren Boden ein und gehen her und wir geben einfach unseren zweiten Boden drauf. Und streichen das wieder ein. So können Sie einfach mit unserer Drehplatte wunderbar schneiden und in Hand und drehen einfach Ihre Torten füllen. Es ist einfach genial. Wir geben jetzt diese zweite Platte ein und nehmen hier unsere Tränkliesel. Mit dieser Tränkliesel ist es genial, einfach Ihren Kuchen wunderbar zu tränken. Auch für Guss ist es eine wunderbare Sache, wenn Sie einfach Ihren Guss damit, Ihren Obstkuchen damit bedecken. Unsere Teigschaber gibt es in Silikon, sie sind hitzebeständig und mit denen können Sie einfach in der Pfanne umrühren und arbeiten. Jetzt nehmen wir nochmal eine Lage und
geben das Ganze nochmal drauf und streichen wieder mit unseren Profi-Werkzeugen mit der Winkelpalette das Ganze einfach wunderbar glatt. Und schon ist die ganze Geschichte fertig. Und legen einfach unseren Boden drauf und fertig ist das Ganze. Mit unserem Kalkabstecher machen wir das Ganze etwas sauber. Und wenn wir hier noch Brösel haben, nehmen wir unseren Pinsel und pinseln das Ganze einfach ab. Pinsel ist auch aus Silikon und vor allen Dingen ist es wunderbar, einfach hier alles sauber zu machen. Wir haben jetzt hier unsere Edelstahlplatte hergerichtet. Die Edelstahlplatte gehört einfach in jeden Haushalt, weil Sie können hier, sie ist natürlich säurebeständig und Sie können hier Fisch und Wurst und alles drauf geben. Und es ist einfach eine super tolle Sache. Wir drehen jetzt das Ganze einfach rum, weil es ist ja unsere Rückwärtstaktik. Und gehen jetzt her, schauen, dass das wunderbar drauf steht auf unserer Matte. Nehmen das Ganze oben ab. Und ziehen einfach die Form ab. Wir ziehen jetzt hier unsere Silikonmatte ganz langsam und vorsichtig ab. Mit unserer Spachtel ziehen wir das Ganze jetzt einfach ringsum sauber ab, setzen jedes Mal ab und machen hier das Ganze einfach ein bisschen sauber. Dann nehmen wir unseren Spritzbeutel mit unserer Blatthülle und spritzen hier einen wunderbaren, schönen Rand. Wir schminken jetzt unsere Torte und machen die einfach fix und fertig. Ganz kurz was zum Spritzbeutel. Es ist ein gemiertes Baumwollgewebe, innen und außen doppelseitig verklebt. Und Sie können hier einfach alles damit spritzen, im pikanten wie im süßen Bereich. Und vor allen Dingen ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie hier, haben wir im Set drei Tüllen, und zwar eine Rosentülle, eine Sterntülle, eine Lochtülle. Die Rosentülle nehmen Sie her für die Sahne, die Stern- und Lochtülle für schwere Teige. Lassen Sie sich von Ihrer Fachberaterin dazu beraten. Diese Blatthülle ist die Blatthülle groß und mit dieser Blatthülle können Sie wunderbar Ränder ausgarnieren und verzieren. Natürlich haben wir einen Spritzbeutelständer. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben vieles im Profibereich. Und bei Lumara bekommen Sie alles vom Garnieren bis zum Verzieren bis zum Transportieren. Es ist einfach wunderbar, damit zu arbeiten. Wir sind jetzt gleich fertig. Und schon geht das Ganze ruckizucki und im Handumdrehen. Fertig ist unsere Torte. Wir haben jetzt Sahne in unserem Spritzbeutel, in unserem kleinen Spritzbeutel. Und diese kleine Tülle finden Sie in unserem Spritzset. Mit dem können Sie jetzt wunderbar kleine Dinge verarbeiten, ja? Kleine Spritzen. Wir haben in unsere Silikonmatte jetzt einen Fruchtguss eingegossen. Wir haben ja gerade schon am Anfang erwähnt, dass wir Milchguss machen können, Tortenguss machen können, dass wir einfach hier wunderbare Dinge zum Garnieren und Verzieren machen. Und wir haben jetzt hier einen Fruchtguss eingegossen und stellen jetzt unser Törtchen-Trio rund vor. Wir stechen hier einfach zwei Teile ab. Und geben das Ganze jetzt wieder auf unseren Tortenritter rund, nehmen hier jetzt unseren Stempel und drücken das fest nach unten. Und wir haben jetzt hier schon in unserem Spritzbeutel eine Füllung vorbereitet, die wir jetzt einfach einspritzen. Es geht sehr schnell und schaut wunderschön aus.
unseren Teigabstecher, geben wir das Ganze jetzt wieder rein, nehmen unseren Stempel und drücken das Ganze fest nach unten. Sie können auch einen dritten Boden einlegen, wie Sie das Ganze möchten. Jetzt nehmen wir wieder unseren Spritzbeutel her und spritzen das Ganze und spritzen einfach hier ein bisschen rein, sodass sich das Ganze wunderbar verteilt. Und dann nehmen wir wieder unseren Teigabstecher und lassen das Ganze jetzt hier einfach reinfallen. Mit unserem Teigstecher haben wir den Guss einfach in das Törtchen getan und jetzt nehme ich meinen Stempel, drücke hier ganz vorsichtig drauf und nehme das obere Teil ab. Und schon haben Sie Ihren Guss auf diesem Törtchen. Das sind jetzt unsere Törtchen in verschiedenen Varianten. Das eine mit Fruchtguss, das andere mit Mürbeteig und das andere mit Schäumchenmasse. Sie können auch mit Fruchtguss einmal einen wunderschönen Schmetterling machen oder einfach nochmal Fruchtguss und mit Schokolade ausgarnieren und verzieren. Es ist einfach eine vielseitige Sache. Ich finde es ganz, ganz super. Und hier haben wir noch was für die Kinder, auch mit Mürbeteig gemacht. Hier haben wir unseren Servierprofi Hype mit unserer Torte. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.